Luigi ist reicher als du denkst. Wir alle kennen Luigis Mansion 1, 2, 3. Böse Geister, die Luigi mit einem Staubsauger weginhaliert und eine riesige Mansion, die am Ende Luigis neues Zuhause wird. Aber wie reich ist denn Luigi, dass er sich diese Hütte leisten kann? Die Mansion gehört am Ende des Spiels ja eigentlich ihm. Um das herauszufinden, müssen wir wissen, wie groß die originale Mansion eigentlich ist. Alle Räume über 3 Stockwerke zusammengezählt sind ganze 36, die sich über unglaubliche 2787 Quadratmeter erstrecken. Baustil zufolge ist die Mansion im späten 19. Jahrhundert errichtet worden, was ein riesiger Vorteil ist. Denn solche Gebäude sind im Vergleich zu anderen alten Dingen ziemlich billig. Bei der massiven Größe der Menschen kommen wir also circa auf einen Preis von 1 Million Euro. Was noch gar nicht die Innenausstattung betrifft. Jetzt nehmen wir hier circa 400.000 Euro obendrauf. Vergessen wir da nicht noch was? Ja, die tausenden Münzen, Goldbarren und Diamanten, die Luigi während des Games einsammelt. Wie viel sind die denn wert? Durch das Game wissen wir, dass ein Goldbarren 100.000 G sind. Herkömmliche 100 Gramm Goldbarren haben gerade einen Wert von circa 6.000 Euro. Wenn wir das gesamte Geld in Luigis Menschen dazuzählen, schlappe 85 Millionen Euro extra sind. Luigi ist also super reich.